Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Ja, dieses Mal geht es weiter mit inneren Klassen, und zwar mit Nested Inner Classes, so heißen die Dinger. Ihr seht, das Schlüsselwort Static fehlt hier. Das bedeutet, ja, wir haben tatsächlich einen Mehrwert von der Klasse, aber wir können sie nicht mehr so leicht instanziieren. Ich zeige euch auch gleich warum. Also sagen wir mal, wir haben hier einen Static Int Y, der war 10, glaube ich, aus dem letzten Beispiel. Und ja, wir wollten in dieser Klasse B haben wir zum Beispiel eine Variable z und die kann y sein. So war das doch letztes Mal. Naja, klar, geht immer noch. Es wird automatisch Super.y, das ja global nur ein einziges Mal existiert, zurückgegeben. Und das kann ich auch theoretisch von überall machen. Private wird es nur dadurch, dass ich innerhalb der Klasse bin. Also quasi diese Klasse liegt in der Klasse drin. Und deswegen kann ich darauf zugreifen. Was ich jetzt durch dieses Nicht-Static hier, also durch diese sozusagen dynamische innere Klasse, gewonnen habe, ist, dass ich nicht nur auf die drauf zugreifen kann, sondern nicht auf das, sondern auch einfach auf die Supervariablen von auf die Variablen von Super, die nicht static sind. Und das bedeutet natürlich für uns, dass jedes B nur mit einem Bezugsobjekt Super, also mit einer Instanz von Super aufgerufen werden kann. Und ja, so ist es dann auch tatsächlich. Also jedes B hier ist quasi zu einem Super gebunden, also hält sich das intern unsichtbar und kann dann auf Methoden drauf zugreifen von diesem Super, kann auf Variablen drauf zugreifen, auch auf Private Variablen, ist alles kein Problem. Genau, jetzt habe ich natürlich hier ein Problem, weil ich hier ein Sysout kreiert habe, das mir X ausgibt. Deswegen funktioniert das hier nicht so gut. Aber warum schreiben wir uns da nicht einfach eine Methode dafür? Wir können ja hier einfach eine public int get x schreiben, und zwar in der inneren Klasse, die uns einfach x zurückgibt. Return x. So. Und ja, wenn man jetzt sich nicht unbedingt sicher ist, wie man das jetzt zurückgeben soll, also Return x, das könnte ja auch theoretisch ein x aus der Klasse B sein, so sieht es zumindest aus. Naja, wir sagen dann einfach super.this.x. Das hört sich jetzt oder sieht ein bisschen schräg aus. Super greift erstmal auf diese Klasse drauf zu. Und this ist dann sozusagen die Instanz von B, beziehungsweise aber auch dann Teil von der Instanz von Super. Und dadurch kriegen wir dann das x. So ist die Syntax, ist ein bisschen komisch. Ja, aber es funktioniert auch, wenn wir das einfach rauslassen hier, also wenn wir einfach nur x zurückgeben. So, und jetzt heißt das, wir haben eine Methode, die eine Private Variable aus Super zurückgibt. Ist natürlich jetzt ein unglaublicher Bruch von diesem Geheimnisprinzip und so weiter, aber zu Darstellungszwecken kann man das mal machen. So, ja, ich würde sagen, jetzt kreieren wir uns hier mal eins von diesen Bs, und das machen wir natürlich auf einer Instanz von Super. Das habe ich euch ja schon gesagt. Geht übrigens hier genauso. Also wenn wir uns hier ein B kreieren wollen, dann machen wir das bitte mit this.newB. Upsala, ein Semikolon, kein Doppelpunkt. So funktioniert das. Warum kriege ich jetzt hier wieder einen Fehler? Naja. Ja. Wahrscheinlich wird er so weggehen. Nein, doch. Okay, also ein B wird kreiert, indem wir das Ganze auf einer Instanz aufrufen. Hier können wir das Ganze natürlich weglassen, weil dieses this automatisch eingefügt wird. Aber hier geht es natürlich nicht. Das heißt, hier müssen wir tatsächlich s.new und dann b hinschreiben. Geht auch nur bei public. Das ist ja hier eine public class, also wenn sie private ist, dann geht das nicht mehr. Ja, und jetzt haben wir hier ein b. Und können hier theoretisch über dieses b, ja okay, wir müssen hier super.b schreiben. Denn der Klassenname muss ja auch richtig sein, sonst müssten wir es importieren. Und jetzt können wir hier mit diesem B zum Beispiel die getX-Methode aufrufen und liefern uns hier ein X zurück. Und hier können wir dann zum Beispiel eine b.foo aufrufen, die es noch nicht gibt, die wir aber schreiben können. Wir können nämlich sogar diese Variablen logischerweise manipulieren, die wir nicht mal besitzen. Also wir können die Variablen aus der Superklasse manipulieren. X++. Und dann können wir sie wieder ausgeben und sehen, dass sie sich tatsächlich verändert haben. So, jetzt steht hier einmal 5. Das heißt, wir haben über b auf eine Variable von s drauf zugegriffen, und dann haben wir sie über b
manipuliert und dann auch wieder über B haben wir sie wieder ausgelesen und sehen, dass sie tatsächlich manipuliert ist. Das heißt, diese Klasse hier kann alles mit dieser Superklasse machen, was sie möchte. Und deswegen wäre es natürlich sinnvoll, hier drin wirklich nur Code zu haben, ja, bei dem man sich im Klaren ist, dass man auch wirklich dann möchte, dass er ausgeführt wird. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt was zurückgeben möchte, und da hat es Möglichkeiten drin, die ich so nicht in meiner äußeren Klasse haben möchte, dann gebe ich einfach ein B zurück und das macht es dann. Ist natürlich klar, dass ich hier dann auch irgendwelche Interfaces implementieren kann, für die ich dann, keine Ahnung, was implementiere ich denn hier, zum Beispiel Iterator, wieder mal das beste Beispiel, ja, keine Ahnung, Iterator über Super, das ist jetzt einfach nur irgendeine Möglichkeit, Iterator muss natürlich hier ein paar Methoden implementieren. Und ja, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, ich gebe hier einen Iterator zurück und der kann dann hier weiter verwurstet werden, muss aber nicht hier komplett alles offenlegen. Ja, genau, das war eigentlich alles, was ich euch jetzt zeigen wollte. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ihr benutzt die Dinger dann tatsächlich auch mal. Ich habe bisher selten eine Verwendung gefunden wirklich dafür, aber ich finde es wichtig, dass ihr das trotzdem wisst, was die tun. Gut, alles klar, dann bis zum nächsten Mal und wir hören uns. Bis dann.